Let's go, go. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier ist wieder euer General von Bismarck. Geil, ich freue mich. Und ich stelle euch heute den ersten Amboss-Hersteller vor. Es ist kein geringerer als Söding und Halber. Zur damaligen Zeit Marktführer, auf jeden Fall einer der großen Amboss-Hersteller. Ich habe hier natürlich ein sehr schönes Exemplar euch mitgebracht. Er ist handgeschmiedet und hat die süddeutsche Form mit natürlich dem Staufuß. Schaut auch mal mein letztes Video an, da habe ich allgemeine Fragen über Ambosse erklärt. Und damit ihr natürlich auch schon mal einen besseren Einblick habt in die Amboss-Herstellung und Ambosse allgemein. Ich werde euch erstmal etwas über die Firmengeschichte erzählen, damit wir auch einen Einblick haben in den historischen Werdegang der Firma. Es fing alles damit an, dass 1783 Johann Caspar Söding einen Roh- und Reckstahlhammer an dem Fluss Wulme im heutigen Stadtkern von Hagen pachtete. Und so betrieb er Hämmer 1797 in Kompanie mit der Firma zusammen Kriegs- und Dämonenrat Wülfing, sodass er 1805 ein halbes Feuer des Stabeisenhammers kaufte. Dann nach seinem Tod 1815 übernahmen seine Söhne Johann Caspar und Karl Friedrich Söding seine Anteile. Damit hast du nicht gerechnet, weil du kein Mathelehrer bist. Dann nahm 1841 Karl Friedrich Söding und H.P. Winterhoff unter der Firma Friedrich Söding & Co. die Amboss-Herstellung auf, sodass 1860 Söding mit den Stahlwerken von Karl Gustav Halbach fusionierte zu der Firma J.C. Söding & Halbach. Dann wurde 1877 noch die Gussstahlfabrik Erkenzweig und Schwemann angegliedert, die spezialisiert war auf Tiegelstahl. Und dass 1918 sich Söding und Halbach eher auf schwere Werkzeuge und Spezialstahl konzentrierte und die Firma Erkenzweig und Schwemann eher auf Stahl der Werkzeugindustrie ihren Fokus legte. Holy shit, Alter! Meine Quelle hierfür ist www.archiv.nrw.de. Das war erstmal ein kleiner Auszug aus der Geschichte der Firma. Kommen wir jetzt aber mal zu der Markung und zu den Firmenzeichen. Ich freue mich. Ich freue mich drüber. Ehrlich, ich freue mich drüber. Also, was sehen wir hier? Wir sehen hier einmal die Jahreszahl 1904. Somit ist klar, der Amboss wurde 1904 hergestellt. Dann sehen wir hier eine Nummer 3. Die 3 ist sozusagen die Nummer des Amboss. Sprich, Nummer 2 hat zum Beispiel kein Staufuß, Nummer 10 ist eine andere Form. Das ist halt die Herstellernummer, also Nummer 3. Dann haben wir hier auch nochmal die Nummer 3 und hier 83 Kilogramm. Das ist ungefähr die Gewichtszahl des Ambosses. Man muss dazu sagen, manchmal stimmt die auch nicht, wenn man den jetzt neu wiegen würde, würde es ungefähr 83 Kilo sein. Dann haben wir hier oben noch Ludewigs und Co. Was dieser Name beinhaltet, wahrscheinlich eine Firma. Genaueres kann ich darüber noch nicht sagen. Und dann kommen wir jetzt zu dem Firmenlogo, was sehr, sehr markant ist und auch bekannt. Hier haben wir ein Vergissmeinnicht und hier steht auch in den Kreis geschrieben, vergiss mal nicht S und H. Dieses S und H steht auch öfter hier an der Seite, S und H groß. Oha, oha. So, das erstmal zum Firmenzeichen. Sehr bekannt. Immer wenn ihr sozusagen dieses Symbol seht, wisst ihr, aha, es ist ein Söding und Halbach und verweist natürlich auf mein Video. Hä?
far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Ich wollte auch noch mal kurz sagen, solche Ambosse sind relativ selten mit solchen klaren Schmiedemarken. Die sind ja auch recht alt, 1904 dieser hier, also schon richtig alt. Und im Laufe der Zeit gehen die Schmiedemarken halt verloren, verwittern, werden übergeflext, würde ich auf keinen Fall machen. Und somit ist es schon eine schöne Rarität. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Das war unser erster Amboss-Hersteller. Mir hat Spaß gemacht. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Haut drin, macht's gut, abonniert. Ciao, euer General von Bismarck. Bye. You cashed in on my promises. You know I'm too